Die Gangolfkirche in Hettstedt war mit dem Auftaktkonzert am 23. Juni bereits zum wiederholten Mal Eröffnungsstation der Musikfestreihe Unerhörtes Mitteldeutschland. Der Verein Straße der Musik führt diese Konzertreihe bereits zum 12. Mal durch. Daniel Schad, Vorstandsvorsitzender des Vereins, freut sich über den Auftakt in Hettstedt. Ich freue mich ganz besonders, dass wir die 12. Auflage dieses Jahr haben und dass die hier in Hettstedt beginnt. Denn mit Hettstedt sind wir über viele Jahre verbunden. Es ist sicher das 10. Mal, dass wir hier in Hettstedt unser unerhörtes Mitteldeutschland veranstalten. Und ich freue mich, dass wir hier so ein treues Publikum haben. Unsere Aufgabe ist eigentlich, unbekannte Komponisten aus Mitteldeutschland vorzustellen. Und derer haben wir seit Martin Luther 2572 Komponisten. Einige werden wir heute Abend im Konzert erleben. Und ich freue mich, dass auch das Hettstedter Publikum ganz neugierig darauf ist, diese unbekannten Komponisten heute auch mal kennenzulernen. Joachim Hornicke vom Förderverein Gangolfkirche bestätigt diese Worte. Sie sind zwar zum 10. Mal schon hier, aber es ist immer wieder gern. Denn es sind auch verschiedene Stammgäste, die schon danach fragen. Ich hoffe, dass wir heute viel kommen. Das ist ein Highlight schon jedes Jahr bei uns hier, das gehört dazu. Kim Grote vom Verein Unerhörtes Mitteldeutschland begrüßte die Gäste vor der musikalischen Lesung. In den vergangenen Jahren gab es um die 14 Konzerte in 10 Tagen. In diesem Jahr gibt es 6 Konzerte in 6 Orten. Eine Reduktion aus mehreren Gründen, wie Grote noch einmal erwähnte. Ein bisschen finanzielle Gründe kann man nie abstreiten, gerade nach den Corona-Jahren. Viele Vereine, viele Konzertveranstalter haben dann ein bisschen Probleme und wir wollen natürlich weiterhin auf einem hohen Niveau Kunst bieten. Und das wird auch nicht billiger, wie so vieles aktuell im Leben. Es hat auch organisatorische Gründe, denn mein Stand, ich kann mich vertun, dass es aktuell nicht mehr so ist, aber wir waren auf jeden Fall mal das einzige Musikfest in Deutschland in dem Ausmaße, was vollständig auf ehrenamtlicher Basis organisiert wird. Also unserem Verein steht ein kleiner Vorstand von aktuell 5 Personen vor und das ist das Organisationsteam gleichzeitig auch des Musikfestes. Und deswegen auch aus organisatorischen Gründen geht man mal ein bisschen kleiner. Wir hoffen natürlich, dass das in den nächsten Jahren sich wieder ändern kann. Wir schauen mal, wie die Formate sich etablieren. Leben und lassen. So der Titel der musikalischen Lesung mit der Sängerin und Schriftstellerin Tirza Heerer. Aus ihrem Buch, welches 2020 erschienen ist, las die Künstlerin Gedichte und Texte und verband diese mit Anekdoten aus ihrem Leben. Das kleine Mädchen, das in mir wohnt. Ich weiß das eigentlich, aber ich ignoriere es oft und zugegebenermaßen gern. Doch dann steht es da mit seinen großen Augen und manchmal bin ich dann grob zu ihm, weil seine Hilflosigkeit mich aggressiv macht. Und manchmal schaue ich betreten zu Boden, weil ich seinem stumm klagenden Blick nicht standhalten kann. Das Programm teilte Tirza Heerer in 3 Abschnitte, überschrieben mit Leben 1, Tod und Leben 2. Die Textpassagen, die sie rezitierte, spiegelten die Auseinandersetzung der Künstlerin mit dem Tod, mit Krankheit, mit Gedanken zur Sinnhaftigkeit gesellschaftlicher Zwänge und letztendlich der Freiheit des eigenen Ichs wider. Tirza Heerer erzählte, dass sie oft gefragt werde, ob sie auch lebensfrohe Gedichte schreibe. Ein Gedanke, der beim Zuhören sicher dem einen oder anderen Gast auch kam. Mit ihrer klaren Stimme brachte Tirza Heerer auch eigene Lieder zu Gehör. Mal mit einem Schmunzeln, mal mit der Weisheit des Lebens erklangen Lieder wie die Ballade vom Prinzen, der die Prinzessin 100 Tage warten ließ und Wenn du nur in meinen Armen liegen und weinen könntest. Er wollte sich ihre Liebe ganz sicher sein. Sie ließ sich aus großen